Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Rocket League, dem Autofußballspiel. Hört sich am Anfang ein bisschen blöde an, ist aber richtig geil. Wir haben es eben angezockt ein bisschen und es macht ultra Spaß. Wir sind noch keine Profis, aber Laune macht es auf jeden Fall. Und schön, dass du eingeschaltet bist hier bei einer neuen Runde, bei einem neuen Let's Play, bei einer richtig lustigen Action mit Rocket League. Und dabei sind der Sergeant Rumpel. Hello, ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst, dass wir keine Profis sind. Ah ja, hallo? Natürlich weltbeste Pro-Gamer der Welt, ne? Ohne Frage. Ihr werdet es gleich sehen, wie hallo? Wir ultra geskillt spielen. Ne? Das Runde muss ins Eckige. So, oder, obwohl so eckig sind die Tore hier ja, gar nicht, so aber bisschen, ja, trotzdem. So ein bisschen bogenförmig, leicht an den Seiten ja, auf jeden Fall. Ne, macht aber ultra Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Ultra geil, also nicht abschalten, ey. Nicht abschalten, unbedingt dranbleiben. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Und das Spiel gibt es ungefähr für ein 20 bei Steam. Ist auch ultra gut bewertet und wir haben dann gedacht, ja eigentlich Auto und Fußball, ob das was ist? Ne, ja, ich bin mir nicht sicher, aber wir haben es mal ausprobiert und es macht mega Spaß, ja. Und wem es auch noch ziemlich viel Spaß macht, das ist der Benny. Hallo Benny, den kennt er. Ja genau, Hallöchen. Jetzt wird gekickt und ich glaube, steht schon fest, wer bald an der Spitze der Rocket League Bundesliga spielt. Oh, hast du ja mal schön was gescriptet hier gerade. Ja, ne? Sehr geil. Mann, du ganz einsam wahrscheinlich, Benny, weil also so wie es aussieht. Von mir könnt ihr noch nicht viel erwarten. Ich habe das Spiel echt nur jetzt ein paar Mal minimal kurz angezockt und da werden wir natürlich gemeinsam reinkommen. Ihr könnt uns natürlich gerne Tipps hinterlassen und auch gerne schreiben, ob wir dieses Let's Play weitermachen sollen, denn wir machen jetzt erstmal nur ein paar Folgen und gucken dann, ob es Sinn macht, das für ein langes Let's Play zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch ankommen wird. Ey, ich habe mir das jetzt gekauft, Sarazar. Ich will das jetzt lange mit dir und mit den anderen spielen. Ich hoffe. Ey, im Moment macht es ultra Spaß. Bin ich sofort dabei, ne? Und wir können euch mal gerade in die Garage entführen. Es gibt verschiedene Autos, die kannst du kriegst halt Punkte, wenn du gut spielst. Und davon kannst du dir ein Autos kaufen. Ich habe auch so einen Heiligenschein, habt ihr gesehen, ja? Aber eigentlich passt das nicht so zu mir. Ich mach den mal gerade raus hier, den Heiligenschein. Das sieht nicht so. Ich habe gar keinen Heiligenschein, ich habe einen Sombrero. Ich mach den Heiligenschein raus, lass die Karre so, wie sie ist. Und ihr seht auch, ich habe die ein bisschen besprüht, ne? Könnt ihr auch mal gerade zeigen, Jungs. Ne? Ich habe Tech als Muster. Mach ich. Und dann haben wir ja so blaues Team, Team Orange, ein bisschen Farbbestimmung und so weiter. Hier die Reifen sind Vortex. Es gibt auch die Alchemist-Reifen. Zeige ich auch mal ganz kurz, ne? Circle of Alchemist, Benny. Mm, genau, ja, die müsste ich eigentlich nehmen. Ja. Aber die sehen nicht cooler. So geil aus, finde ich. Nee, ich finde Almas besser. Vortex. Ja, nee, ich bin für Vortex. Ich auch, ja. Bin für Vortex for President. Ich habe im Moment den Roadhog, eigentlich nee, nicht, weil das Almas. Der schnellste Auto ist. Ich weiß gar nicht, ob die große Unterschiede. Ich habe auch schon den Venom freigeschaltet und den Paladin. Der Paladin sieht ein bisschen aus wie das Batman-Auto, ne? Ich glaube, das nimmt der Benny, ne? Ja, ich nehme den Octane. Octane, aha. Habt ihr, ja, wie viele glaub, Autos habt ihr denn da freigeschaltet? Fünf. Ja, ich auch. Ja, ich sechs. Ja. Was? Ja, ich habe sechs schon freigeschaltet. Bester Programm der Welt. Cheater. Ja, ich habe noch den Venom Cheater. Bekommen. Wallhack. Ja, dann könnte ich jetzt den Venom hat. Ich weiß halt nicht, ob die große Unterschiede haben, die Autos. Man kann die auf jeden Fall aufpimpen. Aber jetzt ich glaube nicht, die sind visuell nur. Ja, jetzt komm, ja. Gib Gas, Alter. Gib Gas. Komm. Ja, komm. Lass uns loslegen hier mit dem Race. Wir sind ja nicht zum Palavern hier, sondern um hier ein bisschen zu racen. Genau, wir würden jetzt zuerst einmal, damit wir zeigen können, wie es ungefähr aussieht, wenn man gewinnt, einmal gegen die Anfänger-Bots spielen, danach gegen die Profi-Bots in der nächsten Folge. Okay. Und da drauf spielen wir dann gegen Online-Gegner. Ja, lass einmal gegen Bots spielen hier in einer Folge, oder? Und danach spielen wir direkt ja, genau. In der zweiten Folge gegen Online-Gegner, so. Okay. Ja, du willst ja immer große Schritte ja, machen. Ja, Alter, sag dir, ich bin der weltbeste Profi. Die Profi-Bots haben wir noch nicht gespielt. Komm, laber nicht, ja start oder Spiel. Laber nicht, start oder Spiel, Scharschen Rumpel. Läuft ja schon. Oh. Läuft doch schon. Ich bin nicht läuft eingeladen. Die haben alle Angst. Ich bin nicht doch, doch, was? Doch. Nur, doch. Der sucht noch nach einem Match. Ach so. Gerade. Ich dachte schon, ihr wollt ohne mich spielen. Nein. Die sind nämlich manchmal aber die gemein. Profi-Bots sollten wir schon nochmal üben auch nochmal. Ja, wir machen okay. Jetzt zwei Übungsmatches. Okay, okay, alles klar. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Oh Gott, geil, Suche nach privatem Match, keine Server gefunden. Oh, super. Das ist natürlich richtig geil. Man sieht Technik, ja, gibt's ein paar Probleme. Komm, nochmal, Rumpel. Nochmal. Ja, ja, such schneller. Such schneller, Rumpel. Fester. Nee, Rocket League auf jeden Fall gibt's bei 20 Euro für 20 Euro bei Steam zu kaufen. Ist, wie gesagt, schon angesprochen, äußerst gut bewertet. Es wurde aber schon angemerkt, weil es halt auch noch Early Access ist, dass es manchmal zu Serverproblemen kommen kann. Deswegen bitte nicht wundern. Wir werden uns jetzt aber sofort ins Spiel stürzen. Ich habe schon richtig coole Erfahrungen gesammelt, aber wir sind, wie gesagt, keine guten Spieler. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch ein paar geile Tore geschossen, oder? Ja, sehr geil. Du hast auf auch jeden ein Fall. Kopfballtor geschossen, das sah respektabel aus. Ja, sah respektabel schon aus. War mehr mit mehr Glück als Verstand, aber es war legendär. Legendär, ja. Alter. Legendär. Ja. Und wie sieht's it. Aus? Ja, ja schlecht. Wait for it ist gut. Ich glaube, wir machen mal ganz kurz eine Pause und melden uns wieder, wenn wir im Spiel sind. Oh was mein Gott. Ja, ist eine gute Idee vielleicht, ne? Machen wir. Bis gleich. Bis gleich. Tschö. Ja, da sind wir auch wieder zurück und jetzt gibt's Team Blau und Team Rot. Wir starten als Bots das Match.
Und jetzt gleich kommen auch hoffentlich die Feinde. Wir starten nicht Altspots, wir starten gegen Bots. Gegen Bots natürlich, was erzählt der Sarazan? Da bist du immer noch geschockt von dem Ding. Und jetzt hier. Boah. Da geht's los. Da geht's los. Der erste Ballkontakt. Ja, und ihr seht schon. 5 Punkte habe ich dafür bekommen. Ihr seht schon hier. Wir müssen hier richtig loslegen. Und da kommt der Sarazan lang geflattert. Yeah. Und der Benny. Also es gibt so ein paar... Oh, schade. Habe ich zu weit seitwärts gelenkt. Also man sieht, das Spielprinzip ist ganz klar. Wir sind irgendwelche Autos bzw. Fahrer. Und wir müssen hier... Nein, wie schlecht ich bin. Oh, dran vorbei. Oh, dran vorbei getitscht. Sieht schon sehr professionell aus, ja, Jungs. Ja, super. Ja, wir sind der Hammer einfach. Wahnsinn. Ich habe so, jetzt pass auf, ich zeige euch mal, wie das geht. Hier nach vorne damit. Ich bin in der Mitte. Komm, und jetzt in die Mitte. In die Mitte. Ja, ich versuch's ja. Nein. Nicht so einfach, wie es aussieht. Ich probier den in die Mitte zu trellern. Schön, Benny. Wo ist der? Ah, da gibt's die Ballkamera. Immer oben, deshalb immer die... Immer die Ballkamera benutzen, habe ich auch gehört. Also, dieser Spielprinzip ganz einfach. Eigentlich Fußball und Autorace in einem. Mit Superautos. Mit so Superautos, genau. Man kann auch welche platt fahren. Okay. So! Das war doch ein schöner Pass. Oh Gott, Benny. Benny, den kriegst du! Ja, wie denn, wenn der hinter mir ist? Scheiße, der Shepard hat ihn genommen. Bei dem Shepard's wohl gleich. An der Karosse. Oh, ich bin auch so ultra schlecht. Ich spiele so schlecht, wie meine Witze gerade sind. So, erstmal hier zur Seite. So. So, weg damit, ja, Sarah. Mit der Ruhe. Nein, Benny. Oh mein Gott. Schöne Vorlage für die Gegner. Oh Gott. Boah, Befreiungsschlag. Das war super rein, Rubbel. Boah. Hol ihn rein, Benny, den holst du. Und jetzt? Nein. Oh mein Gott. Gibt's das nicht eigentlich auch als wirkliches Spiel in Amerika mit so... Mit so als wirkliches Spiel? Monster Trucks? Echt? Das wäre mir eine neue. Fußball? Wär ja, so mit so einem Riesenfußball. Hab ich auch noch nicht gesehen. Nee. Wäre doch auch was für Schlag den Raben oder so. Ja, das gibt's da doch. Autoball. TV Total Autoball gibt's sogar schon. Ah ja, siehst du mal, dann habe ich's da vielleicht gesehen. So, jetzt Achtung! Boah. Ein kleiner Anlauf! Ja! Was für ein Tor! Ballrückkehr! Sauber! 1:0 gegen die Bots. Was sind wir für Helden? Ja, einmal angelupft hinten und dann. Zack, Benny, richtig super schön. Gemacht. Richtig schön reingemacht, Benny. Du bist einfach. 1:0 gegen die Easy Bots. Ja, Mann! Oh, klopfen wir uns aber, auf die Schulter. Aber wie gesagt, wir uns jetzt voll auf die Schulter klopfen. Jetzt kommt der Sergeant Rumpel noch mit einem weiteren Tor. Nein, leider nicht. Fast. Ich hole den nochmal in die Mitte. So, er kommt. Ja, ich warte drauf, Weltpass. Oh. Ja, mehr schlägt als recht. Ja, der ist noch drin, der hat ihn aufgehalten, das Dinger. Bisschen verkümmert in Benny der Ausführung. Nein, knapp vorbei. Okay, ich bleibe in der Mitte. Ah, das wird nichts. Schade. Boah! Alter! Nice! Alter, Aufsetzer! Oh, da fahre ich in die falsche Richtung jetzt gerade. Oh, gut, nix, der Rumpel. Weg. Rumpel, gesaved, ja. Gesaved. Rumpel, der Manuel Neuer unter den Autoballspielern auch. Ist das, vielleicht ist das gar nicht Rumpel, sondern Manuel. Ja, das Spiel auf jeden Fall echt, also macht super Laune. Ich weiß ja nicht, wie es als Let's Play ankommt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir spielen nachher nochmal als das Super-Team gegen die Also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass Multiplayer und Physics immer echt so ein schwieriges Ding ist, aber das haben die hier super hingekriegt. Boah, shit. Oh, ey, diese Scheiße. Seitenrollen, wenn man die mal richtig hinkriegt, dann sind die Gold wert, ne? Ich hab tausende Mittelfeldpässe, den hole ich. Oh ja, oh nein. Ja. Ah! Nein. Schade, Rumpel, du stehst da noch gut. Vorbei. Ich bin. Aber. Nein! Ist so, nein! Alles cool, das ist alles gut. War der knapp. Nein, da bin ich vorbeigehüpft. Oh Gott. Ah, shit. Benny steht da noch ganz gut? Ja. Ja, sehr schön. Ja, so. Man ist immer so verleitet, die ganze Zeit auf Gas zu drücken. Aber ja, dürfte man das gar nicht. Ja, das ist also, das werden wir auch noch lernen müssen, alles. So. Boah, Rumpel. Ultra gut. Ja, Benny, ja, den schaffst du! Was für ein geiles Ding, der Benny hier! Was für ein professioneller Spieler, es ist unglaublich. Wie der Benjamin hier. Boah, aber echt, ey. Alter, den hat er richtig Hinterrand gekickt mit deinem Feuerwehrhelm, ne? Griso. Oh ja, der Feuerwehrmann räumt auf. Benjamin, der kleine Elefant. Oh, ich stehe ganz gut in der Mitte. 76 km/h. Los, go. Oh nein. Und jetzt? Der ist drin. Nein. Nein. Oh fuck. Nein, vorbei. Ah, den hole ich mir. Zur Seite erstmal schätzen. So. Oh yeah. Okay, ich renne rein. Ich hab den Rumpel. Ah, schade, war ich zu schnell. Okay, Benny, in die Mitte, wenn du kannst. Ich probier's. Nein! Ah, das mit dem um die Ecke spielen ist nicht so leicht mit dem Auto. Ja! Hau ihn rein, Rumpel! Und? Ja! Geil! Ich hab dich noch geil!
So, hier. Aber siehst du, volle Kanne abgezogen, ja, ne? Aus der Mitte. Reingecheckt und nochmal hier und boah, zum da, Glück noch vorbeigefahren. Super nice Ding. Was für ein Tor von Sergeant Rumpel. Wer ist in der Mitte? Ich könnte. Wer, der Benni? Zieh ja, durch, mach. Zieh durch. Komm, go, go, go. Ja, oh, schade, genau. Wieder nicht. Da. Leider ähnlich wie bei mir gelaufen. Shit. Okay, ich probiere den von da rüber zu bekommen zu euch. Man kann auch driften. Okay. Oh, vorbeigeflogen, scheiße. Kacke, das war nicht so gut. Oh, oh, oh. Abgenommen, abgenommen, abgenommen. Nein! Ah, ist okay, Benni. Daneben. Boah, aber wie wir, also ich muss ja sagen, wir haben jetzt ja erst seit kurzem gespielt, aber wie sich jetzt schon das Auge an andere Spielabläufe gewöhnt hat. Ja, das stimmt. 30 Sekunden. Okay, schieb die weg. Nein, nicht zu uns. Oh Gott, Benni. Ist falsche Richtung. Ah, man kann ja auch rückwärts fahren, ne? Ja, genau. Okay, den hole ich mir. Ja, der, wenn du da schnell bist, dann kriegst du den. Der ist drin gleich, warte. Schön, Benni, schön. In die Mitte. Ich komme. Nein. Kommt er in die Mitte? Nein. Oh mein Gott. Dieses Auto nicht ganz so gekriegt. Gerade. Oh, ich hab den. Jetzt nein. Aber. Oh. Nein. Hatte ich den beinahe. 2-1. Ja, sehr schön. Naja, wir haben ja trotzdem gewonnen. Ja, war kurz gut. Paladin Tech Aufkleber, den habe ich ja eh schon freigeschaltet. Oh, ich habe den Merc freigeschaltet. Nicht schlecht, da werden ja auch souverän gespielt. Jetzt müssen wir gegen schwerere Gegner spielen, das wird nochmal interessant. Ja, ja, gegen die Profis machen wir jetzt. Geht das jetzt hier einfach so? Sollen wir weiter aufnehmen oder machen wir, ja, ich könnte es direkt hier einstellen, aber sollen wir Pause machen oder? Ja, nehmen wir weiter auf, aufnehmen. Komm, weiter. Los. In der ersten Folge gibt es 2 Matches, ja, oder? Alles klar. Genau. Dann müssen wir mal gucken, ob wir 1 oder 2 jedes Mal machen, ne? Ja, man muss halt noch ein bisschen üben auch und so, deswegen, also auf jeden Fall. Dann machen wir Benni, geh mal auf bereit. Erste Folge an Trainingsmatches und dann geht's gegen direkte Spieler los. Obwohl ich gar nicht weiß, ob es nicht echt direkt cooler wäre. So Leute, wir müssen jetzt aufpassen, denn wenn wir jetzt die Bots, die rasen sofort auf den Ball zu. Okay, okay, ich bin in der Mitte. Boah, sauber. Super. Die sind jetzt ein bisschen schneller. Oh ja, die sind viel schneller. Ich habe ein neues Auto übrigens schon. Oh, du bist der Paladin. Ah, jetzt schön ein Risiko, gestoppt. Wenn man den hinteren vorlässt, ne? Weil der steht auch weiter weg vom Ball. Boah. Benni? Wir dürfen die nicht in die Nähe des Tors lassen. Schön, ich habe die Kombination vorhin gesehen bei den Profis, die sind unangenehm. Ah, oh, Mist. Schade. Oh, da hat mich einer weggecheckt, schade. Schön, Benni. Jawohl. Okay, und ich bin der Mitte. Jetzt in die Mitte. Bleib mal hier stehen gerade. Ah, Mist. Boah, Vorsicht. Ah, Mann, mit dem Turbo rast man immer so dran vorbei. Ja, vor allem, wenn man hinter dem Ball ist, ist es sehr schwer, den irgendwie anzuhalten. Jo! Ja. Ja, ja! Ja, jetzt, Mann! Nein, das gibt's doch nicht. Alter. Oh nein, und den wäre so schön gewesen gerade, mit dem Heck noch reingebaut. Der wäre echt gut gewesen, ja. So, aber ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Oh, das hat aber nicht viel gebracht. Oh, der geht rein, der geht rein. Nee. War vorbeigejumpt auch noch, aber es war vielleicht besser so. Alle weggerammt. Okay, Benni. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Benni. Das muss man übrigens auch, das ist eine Taktik, die wir noch gar nicht... Okay, ab in die Mitte mit dem Ding. Kriegen wir das hin? Oh. Das Rammen. Das wir stehen gut viel. In der Mitte, Rumbi. Sehr schön. Man kann die fast so kicken wie den Ball. Ah, das kriege ich nicht mehr, da war ich zu lang. Oh nein, knapp vorbei. Shit. Aber gut zurückgesetzt. Den Board X nicht vergessen. So. Boah, die machen uns. Boah, die sind verdammt gut jetzt hier. Jetzt aber. Jetzt kriegst du ihn. Nein. Komm schon, nein. Ich stehe in der Mitte. Mann. Nein. So knapp vorbei. Nein. Voll dran vorbei. Oh Mann, das wäre wieder... Der Ball ist noch im Spiel, Leute. Ja, das Ding ist doch, das Ding ist doch heiß. Ich dribbel die aus. Ich dribbel die aus. Der ist in der Mitte. Der ist in der Mitte. Drück den rein. Nein. Nein. Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist Hochspannung. Oh Mann. Und wenn er das dann euch online vorstellt in der nächsten Folge von diesem lustigen Spielchen. Wow. Driften muss ich auch mehr. Da war er schneller. Oh. Ja, gut, Benni. Vorsicht, da kommt Outlaw. Outlaw, der Gesetzlose. Weißt der hat echt mal abgebremst und gewartet einfach. Nein, falsche Richtung. Oh Gott, Hollywood steht da ganz schön gefährlich. Aslay Massive, Benni hat's gerescued. Yes. Sehr schön, Benni. Ja, aber man hat so ein Gefühl von Geschwindigkeit bei dem Spiel, das ist echt geil. Ja, das stimmt. Oh nein, du hast mich weggerammt. Nein, wieder alle vorbei. Nein, warum hast du mich weggerammt? Ich hab's doch versucht. Das war so eine schöne Nummer. Das war echt eine Manchmal schöne Nummer. Manchmal geht's echt zu schnell, okay, ey. Ist angehalten. Der ist uns, komm. So, jetzt hab ich ihn. Rücken da ein.
Drück ihn rein. Ich drück ihn rein. Nein, er geht nicht rein. Oh mein Gott. Nimm ihn. Nimm ihn. Ja. Ich hab den Caveman draufgeschoben. Wie geil. Hier sehen wir dieses schöne Tor nochmal. Ach, was für eine schöne Nummer. Also das Spiel, wie gesagt, echt super simpel. Der wäre reingegangen. Der wäre reingegangen. Ja, der wäre auch so reingegangen. Ja, das war gut. Das war gut. Das war eine sichere Nummer. Ich stand im Notfall auch noch dahinter. Grandios. Also. Aber wie man jetzt schon sieht, dass es echt schwerer geworden ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Oh. Ah. Mittelfeldpass habe ich sogar gemacht. Was? Ja, das habe ich auch schon mehrfach gemacht. Was man hier alles macht, wofür man Punkte kriegt, wovon man gar nichts weiß. Ja, aber ich wundere mich, dass man... Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Ja! Oh, der war gut. Oh, Alter. Für ein Rescue kriegst du keine Punkte, weißt du? Dafür für so einen schönen Mittelfeldpass. Ja, Rumpel, drück ihn rein. Jetzt bin ich... Nein! Nein, knapp vorbei. Vorne gewesen. Ah, Mann. Man weiß immer nicht, ob die Flanke schnell oder langsam kommt vorher. Das ist das Problem. Wir brauchen mehr Kommunikation im Team. Oh mein Gott. Okay, ich komme. Wir wollen national, international... Ja, Platz 1, habe ich doch gesagt. Mindestens. Ja, mindestens. Wir werden doch das beste Team der Welt. Wow. Nicht. Okay, der wird wieder heiß. Scheiße. Nein, abgeblockt. Vorsicht, schöne... Nein! Nein, Benny fliegt vorbei. Ich habe nichts gemacht. Wow, knapp. Oh Gott. Das war ein knappes Ding. Oh Gott. War das, oh Gott, knapp. Wieder vorbeigeflattert. Da bin ich mal nicht gehüpft. Jawohl. Ja, wir haben ihn raus. Benni, ich hab ihn dir geholt. Jawohl. Ich hab gewartet. Ab in die Mitte. Spiel du ihn in die Mitte. Ja! Nein! Oh, ja! Wie geil, ey. Rumpi, ey. Mit zwei dicken Dingern. Super, super rein. Flanke, eine Ecke, wunderschön von der rechten Unterseite. Oh, wir fliegen da vorbei. Schön, wie ihr beide so im Kreuz an dem Ball vorbei wart. Ja, oh, ich stehe gut in der Mitte, ich stehe gut in der Mitte. Okay, probier's. Gib Gas. Ja. Nein, das ist zu... Sauber, der geht gut. Nein, ah, wieder zu hart, ey. Ich gebe schon zu viel Gas. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Power. Nein. Outlaw weggedrängt. Oh, der Outlaw hat... Boah, der ist raus. 30 Sekunden noch. Die müssen wir jetzt noch aushalten, Leute. Da darf jetzt kein Tor fallen. Ja. Scheiße. Ich probier's. Nein! Nein! Das ist nein! Oh. Caveman. Nein, Caveman. Scheiße, Mann. Na gut, 2-1, Leute. Das kriegen die nicht hin. Außer die machen jetzt ein 5-Sekunden-Tor. Boah, ich glaube, ich werde aber auch mal mein Auto ändern. Mit dem Startauto kam ich irgendwie besser klar in den Testspielen. Ja, ich hab das immer noch. Das ist gut. Ne, das ist ein guter. Okay, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber das ist so. Gut, ich riskiere jetzt nichts. Ich war auch mit drauf. Das war doof. Das war richtig blöd. Nein, das war richtig blöd. Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Wieso? 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 Du hast ihn einfach gegen den gebounced. Oh Mann. Egal, der Runde hat noch 2 Tore geschossen. Insofern da war das. Jetzt gibt's Nachspielzeit. Das ist doch viel geiler. Jetzt wird's viel spannender. Okay, ich stehe in der Mitte. Oh Gott. Ich stehe in der Mitte. Ich auch. In der Mitte. Wir stehen alle in der Mitte. Gib einfach Gas. Ja. Der ist an der Latte. Ja, der kommt rein! Oh. Das laufen. Sehr schön, Rumpetto. haben wir noch die Spannung hier rausgeholt. Was für ein Ding. Du bist auch, ich glaube, bei dem einen war ich zu schnell ein bisschen, ne? Ich glaub, man ja, aber er kann auch zu schnell sein. Ja, scheinbar. Dann haust du oben dran. Also hab ich jetzt Achtung, ja mehrfach. Ich bin ganz in der Mitte, ja, aber Benny macht okay. Na gut. Nee. Na, jetzt bin ich einmal ausgewichen. Ja, man muss es genau vorher wissen. Oh, schade. Ach, schade, Benny. Nicht erwischt. Oh, wie das spannend das war, das zu verfolgen jetzt. Aber das Spiel ist vorbei. Oh, ja, yeah. Schön flankiert. Und man sieht. Jawoll! Dank Sergeant Rumpels Einsatz, der unglaublich war. Ohne Raketenspur mit Blumen habe ich freigeschaltet. Easy. Mit meinen harten 65 Punkten war ich natürlich ultra gut. Aber leider auch zweimal vorbei, ne? Kann man auch nichts machen, ne? Aber gut gemacht. Gut gemacht, Rumpetto. Ja. Das heißt, das nächste Mal gegen echte Gegner. Oh Gott, und da können wir es warm anziehen. Online. So schlecht wie ich aber noch echte. Bin. Atemberaubend, Rumpel. Also wenn man noch was lernen kann, schaut einfach mal beim Rumpel rein, ja? Da könnt ihr noch was lernen, wie dieses geile Rocket League Game abgeht. Nee, hat aber richtig Spaß gemacht. Ihr habt selber gesehen und wie gesagt, war jetzt einfach nur so ein kleines sporadisches Session, wisst ihr? Naja, ich fand's auch mega geil. War lustig. Gruppenleiter hat das Spiel verlassen übrigens. Was ist das denn für ein Gruppenleiter? Nächstes Mal geht's weiter. Ja, nächstes Mal geht's weiter. Genau, nächstes Mal geht's weiter, bevor wir wieder ins Spiel gehen und dann wird es diesmal ein echtes Match. Oh mein Gott, und dann geht es gegen echte Gegner. Und schreibt hinein, ob ihr dann noch mehr Folgen sehen wollt. Könnt ihr auch mal in der nächsten nochmal erwähnen und so. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen noch einen wunderschönen Tag und so. Bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.